Mit dem guten, dreimal dürft ihr raten, mit wem wir jetzt spielen. Genau, mit dem Riesen. Hier heißt er Iron Orcs. Original habe ich auch keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil Kings. Letzten Part haben wir mit Red Minotaur versucht, gegen ihr Dänen zu kämpfen. Und sind denen hier begegnet. Einen übergroßen Krieger, der den Pfeile und Pistolenkugeln und andere Möglichkeiten von Beschuss immun ist. Ja, mal schauen. Oh, wollte ich überhaupt kämpfen? Wäre schon beinahe für gegen Lark, aber. Ist das schlau? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Lark war ein einfacher General. Wir bekämpfen mal Lark. Auch schwer natürlich. Ich meine, nur wie schwer immer. Natürlich. Okay. Mal sehen, was das für eine gute Waffe. Das hier ist eine Waffe. Die Libelle. Diese Spezialwaffe soll einen Moskitofresser ähneln. Ermöglicht einen Bonustreffer bei jedem Schlag, wenn ein Gegner angezapft ist. Das ist natürlich eine Waffe. Oder wir behalten die hier. Aber die ist besser. Ja. Okay. Mehr Wutantrieb ist eigentlich auch extrem wichtig für uns. Dann wäre ich ja schon beinahe für einen Plasma-Generator. Und die Angriffsmodus. Defensivmodus, perfekt. Angriffsmodus. Ja, mehr Kanonen. Ultra wichtig. So. Oh. Falls sich der Part doppelt angehört haben sollte, tut es mir leid. Ich habe vergessen, den Ton im Fernseher auszumachen. Mein Fehler. Diese Rüstung verbessert. Die haben eigentlich schon sau viel Rüstung. Ich glaube, das ist die perfekte Ausrüstung. Okay, bekämpfen wir Lark. Ja, das müssen wir hauen. Das wird schon funktionieren. Hoffe ich jetzt mal. Iron Ox ist, der sieht zwar mächtig aus, aber der ist ein bisschen träge. Der ist jetzt nicht gerade der allerstärkste von allen. Der ist immun gegen Pfeile und sowas, aber er leidet härteren Schaden durch Keulenträger und solches Gewürm. Keulenträger, Baumstammschleuderer, die sind glaube ich ziemlich brutal. Gegen Iron Ox. Bramble, where are you? Where's my love? Yeah. We've been separated. There is no Aber surrender. Seht ihr? I will issue in a new aim. I not just give up and try to Okay, General tot. Ja, wir müssen uns leider beeilen. So, Tür ist auf. Cannot let those two unite. We must take them out separately. Halt, dann gehen wir durch. Verhindern Sie, dass Bramble und Lark zusammentun. Das will ich, denn. Aua. Wir dürfen sie nicht zusammenkommen lassen, ansonsten wäre das richtig hart für uns. Und Iron Orcs hat so auch nur so eine spezielle Fähigkeit, dass er ein bisschen schneller ist. Stomp gibt's auch noch. Stimmt. Ich hab echt nicht aufgepasst, was hier für ein Defensivmodus ist. Das. So, Bramble. At your service. Oha, was hat die denn da für ein Schwert? Ah, sie kann mich einfrieren, das ist die Käse. Und zack. Na. Bah. Jetzt reicht's mir. Oh, da hinten ist Leben. Das nehmen wir, glaube ich, als erstes. Nein. Komm zurück. Wurbel. Du blöde Kuh, komm zurück. Nein. Ach, scheiß drauf. Wer braucht schon Wurbel? Ja, gute Idee, Bramble, komm mal her. Au. Und das mache ich gleich nochmal. Genau.
Und das nochmal leben. Und nochmal ordentlich draufhauen. Von mir aus. Rest in peace. Und stirb. Attacke. Und Boomblitz erledigt. Wow. Attacke. Auf wie mächtig der sein mag. Ihr habt gesehen, wie viel Schaden der genommen hat. Dieser ultimative Koloss. Und ja, so viel Schaden dürfen wir nicht nehmen. Aber dafür gibt es auch einen Modus, womit wir ordentlich Schaden machen. So, Feuer! Wir können nämlich auch so wahnsinnig geil schießen mit Plasmakanonen. Das ist so ein Objekt, den wir gerade genommen haben. So. Oh oh, wo kommen die denn alle her? Naja. Komm. Ah. Oh, der Hauptmann da unten ist ein bisschen blöde. Komm mal her, Hauptmann. Du machst alles kaputt. Wah. Wie? Und, Mann, ich draufhauen. So, und jetzt stirbt. Oha, ziemlich heftig. Erwischt. Perfekt. Oh, 5 Punkte fehlen mir. Auch nicht schlecht. So, und dann du. Also Iron Ox ist schon ziemlich stark. Hat nur ein paar kleine Nachteile, dass er, ja, wie er sieht, ist er ein bisschen langsamer als andere Helden. Q-Ball ist auch ein bisschen schneller, glaube ich. Das Gute ist, der macht so hohe Angriffsreichweite mit seiner Libelle hier. Die wirklich aussieht wie eine Libelle. Es ist voll lustig, wie sie das Ding die ganze Zeit dreht. Zwar ein bisschen unlogisch, aber lustig. Geh weg. Ey, Kommandante! Aua. Nicht cool. Und weg. Und sterben. Du musst. Oh, perfekt. Jo. Oh, erwischen uns und nicht draufhauen. Yeah. Ja, da hinten ist der Stomp, wie ihr gerade seht. So, genau, perfekt. So, und das einmal. Gegen den Stomp. Ja, so viel zum Thema gegen den Stomp. Also manchmal funktioniert nicht das, was jemand will, aber ja. Was jetzt los? Achso. Here it comes. Destroy! Destroy! Give me your best shot! Ja! Ein AT-AT! Dass er ein AT-AT gefunden hat. Respekt! Findet man, glaube ich, nicht in jeder Straßenecke. Miauen. Ja, das Gute ist, wenn die sind immun gegen die Pfeile dieses Stompes. Wie gesagt, Iron Ox ist immun gegen Pfeile. Aber da der Stomp ist auch richtig böse eigentlich zu Iron Ox. Da der so Bomben wegschmeißt, was nicht ganz schön für uns ist. Okay, einmal herkommen. Und spürt mein Schmerz. Yes. Wäh. Genau, so. Hä, wir müssen den Stomp irgendwie abschlachten.
Ach komm, übertreib nicht. Komm, genau. Ja, das hoffen wir doch mal. Stirb! Ah. Vielleicht sollten wir versuchen, ihn mal abzuschießen mit dem Angriffsmodus. Dafür brauchen wir aber erstmal noch mehr Energie. Denn diese Spezialfähigkeit von Anrocks kann nur einsetzen, wenn die Hälfte der Wutanzeige gefüllt ist. Gut. Es sind auch viele von denen. Ich glaube, ich lasse die Trompete am Leben, bis der Storm tot ist. Ungefähr so. Jetzt stirb. Das ist so krass. Das ist so krass, krank geil. Well done, Iron Ox. Ja, das habe ich gesehen. Wie gesagt, Iron Ox ist ein bisschen lahm auf seinem Bein. Nicht ganz zu unserem Vorteil. Okay, nochmal das Ganze. Wir bräuchten aber noch ein paar Soldaten mehr, damit sich das auch irgendwie ein bisschen mehr lohnt. Na, kommt mal alle her. Perfekt. Das kann man ein bisschen mehr gehen lassen. Und stirb. Double. Das reicht immer noch nicht. Die Karte ist jetzt auch nicht so besonders groß, wie ihr seht. Und zack. Kann man den so abschießen? In der Theorie könnten wir den so killen. Aber so wie ich ihn gar nicht killen. Perfekt. Und gut. Aber nicht cool. Und nochmal. Und stirb. Ist er jetzt tot? Aber nein, ist er nicht. Geh weg. Mag euch nicht. Was macht ihr jetzt? Ich dachte, ihr schmeißt jetzt seine Bomben. Spring. Wir müssen ihn noch einmal unsere ultimative Attacke einsetzen. Und wir greifen ungefähr jetzt. Perfekt. Ah, da lebt er noch. Nein, tut er nicht. Der müsste irgendwie Leben fallen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das noch tun wird. Ja, ansonsten pumpen wir jetzt die ganze Zeit rum. Und killen die Gegner auf diese Art. Well done, Iron Ox. Oh, der hat kein Leben fallen gelassen. Was ist das für ein Arsch? Ich trau mich ehrlich gesagt auch nicht gegen einen zu kämpfen. Auf jeden Fall pumpt jetzt unser Herz die ganze Zeit. Nicht gerade schön, aber naja. Was soll man machen? Zack! Double! Ja, wir können es mal positiv sehen. Wir können die Gegner wenigstens einigermaßen erschießen. Ja, kommt mal her. Jetzt wo da unten auch. Und tschüss mit euch. Gut. Someone bring me some food. Yeah. Ja, das Gute ist hier Bogenschützen. Die können uns nicht töten. Oder? Ja. Das ist sehr praktisch. Wir
können wir uns hier eigentlich durcharbeiten. Zack, zack. Und Laserkanonen. Das ist so krank hier, das. Das ist so unfair, aber auch so genial. Oh, das Herz nervt ein bisschen. Iron Orcs, das ist der Mann aus Maschine. Wie viel Geld investieren aus, was Iron Orcs überhaupt ist? Der ist irgendwie komischer Krieger. Der ist aber auch ein Mensch. Wie ihr im Intro gesehen habt, der hat zumindest ein menschliches Gesicht. Sterbt! Oh, Leben! Genau. Doppel. Well done, Iron Ox. Der oben hat doch, glaube ich, einen erlebt fallen gelassen, oder? Ah. Okay. Normale Soldaten. Ja, sowas kann man bekämpfen. Sowas kann man bekämpfen. Vielleicht sollten wir uns aber nicht ganz da drin aufhalten. Ah, ja, endlich. Ah, dieser eine Typ jetzt hier nervt. Wow. Nein, pfui, lass das. Nicht cool. Nicht cool, Mann. Well done, Iron Ox. Wo ist der? So. Ich glaube, den knallen wir ab. Wir bräuchten jetzt irgendwie ein bisschen Leben. Ich hoffe, hier ist irgendwo Schatztruhen oder sowas in der Art. Da hinten ist so eine Truhe. Ich sehe sie, ich sehe sie. Bitte große Heilung. Hä, oder kleine von mir aus. Hier hinten ist ja auch noch was. Nee. Der Weg sah so irgendwie so komisch aus. So. Genau. Und weg dadurch. Nein. Bloß nicht festhängen. Attacke. Und weg. Ja, so können wir sie wenigstens alle ordentlich töten. Ja, komm, warte. Leute, und jetzt. Go, Iron Ox. Da. Haha. Oh, Iron Ox ist ziemlich stark, wenn man ihn gut benutzt. Okay. Noch einer weniger. Ja, da hinten ist ein Kommandant, der gerade ein paar Probleme hat. Ah, geh weg. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Ja, genau so meine ich. Wäh. Perfekt. Wo ist ihr Däne eigentlich? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Gut. Genau, und einmal durchspießen. Naja, mehr oder weniger. Genau. Perfekt. Nicht schlecht. Genau. Ja, das ist eine volle Konzentrationssache. Die Gegner. Und Attacke. Ah. Aber es funktioniert ganz gut mit dieser Agility-Bälle hier. Viel besser als mit Scorpio. Ah ne, Azur und Dragon haben wir ja gespielt. Ah. Genau. Ich sollte mich nicht mit einzelnen Typen abfinden. Weil das sind doch ein bisschen zu wenige.
Okay. Spring. Attacke. Double. So, jetzt haben wir den. Und stirbt. Und nochmal den Kommandanten da hinten, wenn es möglich ist. Da rechts war keine... Nee. Perfekt. Genau so soll es sein. Und die Tür ist geöffnet. Nee, bestimmt nicht. Gut. Bogenschützen. Ja, die sind kein Problem mehr. Also jetzt sind sie nicht mehr nervig. Komm. Ja, ja, geht aber raus. I wanna go home. I wanna go home. What? Ich will auch nach Hause und bin zu Hause. Okay. Hier kommt... Ah, da ist ein Kommandant. Aua. Ach Gott. Wir bräuchten nur ein paar mehr angezapfte Punkte. Jetzt können wir den Kommandant ordentlich bekämpfen. Moment. Ja, kommt mal her. Hier, genau. Und jetzt könnt ihr alle was bekommen. Eine schöne Ladung Elektrizität. Nicht schlecht. Perfekt. Genau. Oh, Kommandant, wo... Wo kommt der denn raus? Aua. Nicht cool. Nicht cool. Wo sind die hin? Hä? Da war doch eine ganze Armee gewesen. Wo sind die hin? Hä? Egal. Ich frage mich sowieso immer, wohin diese ganzen Armeen verschwinden. Moment mal. Die können wir eigentlich alle hervorragend ordentlich vernichten. Ja, 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 ja. So, wir benutzen aktiviert den Feuermodus. Dann können wir die eigentlich alle schön killen. Attack Mode. So, ordentlich positionieren. Genau. Die schön anvisieren. Genau. Und dann nochmal das Ganze. Ja. Nicht schlecht. Genau. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Jetzt haben wir wenigstens ordentlich was frei gemacht. Und nochmal alle weghauen. Boom. Genau. Dann haben wir die hier. Zack. Ach, das ist schon ein bisschen krank. Perfekt. Oh, nicht. Wo ist der Kommandant? Und hier das. Spüre die Macht. Es gibt's ja nicht, der hat das echt überlebt. Hä, wo ist denn der? Hä, wieso ist er da hinten? Open the door.